Ja, ein wunderschönes Guten Morgen, Mallorca. Ich stehe vor dem La Ruta und was lese ich heute im Internet? Irgendwie ist da was eingestürzt. Irgendwie machen die wieder zu, obwohl sie gerade geöffnet haben. Was ist passiert? Wann wird wieder geöffnet? Wird überhaupt geöffnet? Alles das und noch mehr erfahrt ihr natürlich jetzt hier in meinem Video. Denn ich bin ja vor Ort für euch und frage natürlich nach. Also was ist passiert? Es gibt ja einen Tresen, man hat sich im Design dafür entschieden, das Ganze so ein bisschen rustikaler zu gestalten. Das, was unsere Top-Villen hier in Son Vida, in Calvia überall machen, dass man so ja rostende Elemente hat, die sind natürlich auch Eisen, ein bisschen schwerer. Nun hat man nach der Eröffnung festgestellt, dass am Tresen die Konstruktion, die dort einfach aufgebaut hat, nicht komplett ausreicht. Jetzt sind die Handwerker selbst am Sonntag da, es gibt, ja, es werden richtige Stützen von unten nach oben gebaut, das heißt der ganze Tresenoberbereich, der ist jetzt nicht nur von oben gehalten, sondern er wird von unten, also wie mit so Ständern, Pfeilern gestützt. Das ist das, was passiert ist. Und wann machen sie wieder auf? Am Montag soll bereits wieder geöffnet werden. Wie gesagt, Dinge, die passieren, wir sagen, wir haben ja überall Architekten in der Welt und manchmal müssen die Handwerker zusammenarbeiten. Hier ist also nichts Schlimmeres passiert. Das La Ruta ist auch nicht pleite und die haben sich auch nicht übernommen. Und da braucht sich keiner von euch Sorgen machen, was ihr aber tun könnt. Ihr könntet dieses kurze, kleine, aber feine Video auch mal teilen, um einfach den Leuten nochmal sagen, es ist alles in Ordnung. Denn gerade am Freitag habe ich ja noch darüber berichtet, über den Einsturz an der Playa de Palma. Das hat hier so direkt da nichts mehr zu tun. Klar waren hier auch Bauarbeiten, klar ist hier was geändert worden, aber man hat es jetzt wohl rechtzeitig erkannt und nutzt das Wochenende einfach aus, um hier Korrekturen vorzunehmen. Ich denke, alles in eurem Interesse und ihr werdet euren Bürger so bald wie möglich wieder bekommen. Ciao, sagt euch euer Michael und wir sehen uns dann im nächsten Video.